Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wie du am Titel schon so ein bisschen erkennen kannst, geht es heute um das leidige Thema Werkstattheizen. Wie macht man's? Wie kostet es nicht so viel? Wie funktioniert es gut? Und wie geht es einem einfach nicht die ganze Zeit auf die Nerven? Das heutige Video unterteilt sich in so ein paar Stufen, denn mein Setup, was ich euch heute noch zeigen werde, ist eigentlich relativ simpel. Deswegen ist es einfach nicht so viel, was man bauen muss. Ich werde dir die Wege zeigen, wie ich früher meine Werkstatt geheizt habe. Werde dazu jeweils ein paar Worte sagen und werde auch außerdem so ein paar alternative Wege noch euch so ein bisschen aufzählen, die bei mir jetzt nicht realisierbar sind, aber vielleicht bei dir. Wenn du direkt den Heizer sehen möchtest, den ich benutze, schau dir unten diese Minute an. Ab da siehst du dann meinen Heizer. Also zuallererst mal, was wollen wir denn überhaupt heizen? Ich mache heute einfach mal meine Werkstatt hier als Beispiel. Und in meinem Fall ist das hier sowas wie ein einfacher Bretterschuppen. Hier seht ihr überall die Wandung. Das ist ein relativ einfacher Aufbau. Ihr müsst euch so vorstellen, dass hier ein breites Brett ist und hier ein breites Brett. Hier dazwischen ist eine kleine Lücke. Darüber wird dann einfach hier ein schmaleres Brett draufgenagelt. Hier seht ihr übrigens dann so ein bisschen das Gebälk, wo das Dach drauf liegt. Das ist alles nicht so wild, weil das alles nicht so krass schwer ist und es hier auch nicht schneit, dass man das nicht so übertrieben massiv bauen muss. Dann haben wir aber noch eine innere Verkleidung. Und ich denke, durch die sieht es eigentlich alles ein bisschen krasser aus, als es eigentlich ist. Denn ich habe irgendwann mal angefangen, die ganzen Wände hier mit USB zu beschlagen, damit ich einfach besser Zeugs an die Wände schrauben kann und es auch einfach für mich ein bisschen cooler aussieht. Ich finde die USB-Optik cool, deswegen ist das so simpel gelöst. Übrigens, da oben seht ihr auch überall noch so ein paar Schlitze, wo man dann so die Außenwand quasi innen noch sieht. Zum Thema Dämmung werde ich gleich was sagen, aber noch ein Hinweis, da oben ist ein, keine Ahnung, 90 Grad Profil, das ist extra für so Dächer und da sieht man teilweise auch raus. Also das Ding hier ist auf keinen Fall dicht, das bedeutet, hier zieht es überall und das steuert halt schon mal so ein bisschen bei, was man für eine Heizmethode wählen muss. Um jetzt erstmal der prägnantesten Frage entgegenzukommen, Philipp, warum dämmst du das nicht alles? Das hat ein paar Gründe. Damals, als wir angefangen haben, diesen Schuppen hier zu bauen, war ich noch relativ jung, ich war so 15, 16, so in dem Dreh. Da kann man sich vorstellen, da hat man erstens keine Kohle, um sich Dämmmaterial zu kaufen und was noch viel wichtiger ist, man hat viel Wissen nicht. Es ist kein Vorwurf an meinen Vater oder irgendwas ähnliches, definitiv nicht, denn das hier war auf ganz, ganz lange Sicht, war das hier eh, irgendwann wird das hier nochmal ein Abstellschuppen sein, wo meine Eltern ihren Gartenkram oder so reinstellen können, weil hier werde ich ja nicht für immer drin bleiben. Aus dem Grund haben wir das Ding hier nicht gedämmt. Weil der Schuppen an sich schon relativ teuer war, das ganze Holz, also ich schätze mal, dass der Schuppen ein paar tausend Euro gekostet hat, oder das Holz viel mehr für die Außenwand, und aus dem Grund haben wir das Ding nicht gedämmt. Ich hatte keine Kohle, wollte meinen Eltern auch nicht aufbinden, dass sie das Ding noch dämmen. Ich wusste nicht, dass das so wichtig ist, weil mit 15 hat man da, kann man sich vorstellen, nicht so den krassen Plan. Und jetzt kommt wahrscheinlich die nächste Frage. Philipp, warum dämmst du es denn jetzt nicht? Also erstmal, meine ganze Werkstatt ist so unfassbar verwinkelt. Da ist hier oben drüber das Baumhaus, da hinten ist eine Ausschweifung und alles hängt voll. Und da kann man sich schon vorstellen, es wäre mega viel Arbeit, das alles zu dämmen. Erstmal abzuschrauben und dann das Ganze zu dämmen und dann wieder mit USB zu beschlagen. Das ist aber noch nicht mehr so der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist vielmehr die Elektronik. Hier seht ihr den Verteilerkasten, den Sicherungskasten, und da ist jetzt die ganze Werkstatt drüber abgesichert, da sind die ganzen Starkstromsteckdosen und ganz, ganz viele Leitungen, weil wir eigentlich alles komplett separat abgesichert haben. Davon ist auch jede einzelne Sicherung fast belegt, bis auf 3 Stück, weil, wie gesagt, wir haben alles separat abgesichert und alles hat ein eigenes Kabel bekommen, also wurde da schon ziemlich viel Kabel gedöns. Das war eine Aussage, aber keine Begründung. Aber ich will erst noch da oben auf die Lampen eingehen. Die ganzen Lampen, die sind auch jetzt schon alle festgeschraubt. Und es passt halt einfach alles gerade so, wie es ist. Deswegen will ich da nicht irgendwo noch Dämmung dazwischen friemeln. Ich will nicht alles abhängen. Habe ich einfach keine Böcke drauf. Und was auch so ein Hauptpunkt ist, ich will nicht, dass die ganzen Leitungen da in der Dämmung verschwinden. Warum, werde ich euch gleich, wenn ich einen Holzofen anspreche, kurz erklären. Kann man nicht objektiv betrachten, das ist was Persönliches. Erzähle ich euch gleich. Und last but not least. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch in der Werkstatt drin bin. Ich habe gesagt, dass ich in diesem Jahr mir noch eine Werkstatt holen werde, da ich
da aber erstmal so ein bisschen richtig reinkommen wollte und man halt auch so ein bisschen mit dem Geld schauen muss und, habe ich mir keine Werkstatt geholt. Steht aber immer noch auf dem Plan. Ich will mich da jetzt so nicht so massiv dingfest machen. Ich will da einfach noch ein bisschen warten, aber aus dem Grund will ich hier jetzt nicht unnötig viel Geld reinpumpen, dass das Ding hier schön gedämmt ist und ich dann wahrscheinlich 2 Wochen später ausziehen würde. Aus dem Grund werde ich es nicht dämmen und kümmere mich einfach um eine alternative Heizmöglichkeit. Wie kann man es machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Als erstes mal, welche Möglichkeiten habe ich schon bis jetzt so ausprobiert und kann sagen, ob es cool ist oder nicht so. Die erste Variante: Gasheizer. Ich glaube, die heißen irgendwie Eternitofen, aber ich nenne es eigentlich mal Gasbrummschüssel. Und ich zeige euch, welche Variante oder was für ein Teil ich habe, haben wahrscheinlich mega viele von euch auch zu Hause. Hier dieses Teil. Dann stellt man da unten einfach eine Gasflasche rein und vorne ist so ein kleiner Flammenstreifen, der dann die Luft verbrennt. Vorteil, das Ding ist relativ sicher. Auch wenn man sehr staubige Arbeiten gemacht hat, war das bei mir nie so viel, dass das irgendwie Probleme hätte geben können. Davor hätte man schon gar nichts mehr gesehen hier drin. Das Teil hat auch immer neben meiner Tischkreissäge gestanden, da unten in den Ecken, wo jetzt die ganzen Vorrichtungen stehen. Und da konnte ich mir dann immer mal schön die Hände aufwärmen. Vorteil Nummer 2: Es ist nicht so teuer. So eine Gasflasche hält mit so einem Propangasheizer oder Eternitheizer, Gasofen, ziemlich lange. Also ich habe da echt mehrere Wochen dran gehabt und da bin ich auch schon mal sehr, sehr lange hier drin gewesen und das Ding ist jeden Tag gelaufen. Kommen wir aber zum ersten Nachteil. Es dauert sau lange, bis hier die ganze Werkstatt irgendwie ein bisschen auf Temperatur ist und das ist halt schon ein bisschen blöd, weil wenn es richtig kalt wird, sind die Lampen dann auch ein bisschen dunkel, was dann blöde mit dem Film ist. Das ist mir auch irgendwann so ein bisschen beim Film mal aufgefallen. Der nächste Nachteil: Ab einer gewissen Minustemperatur ist das Ding einfach nicht mehr stark genug. Und da habe ich noch mit dem Elektroheizer, den seht ihr gleich, da habe ich damit noch so ein bisschen nachgeholfen. Nachteil Nummer 3, der ist am entscheidendsten und der war echt ziemlich, ziemlich nervig und der hat auch viele Projekte beeinflusst. Und zwar durch dieses System verbrennt ihr ja die Luft und dann habt ihr irgendwann mega viel Feuchtigkeit in der Luft und diese Feuchtigkeit setzt sich auf euren Maschinen ab. Das bedeutet Rost. Ich denke, das ist mit so einem Punkt, warum diese Drechselbank hier auf dem Maschinenbett auch schon so mega alt aussieht. Denn da, also hier ist es mir so krass aufgefallen, hier das Ding war immer patschnass, auch schon nach einer halben Stunde. Und bei den anderen Maschinen ging es da noch. Aber hier habt ihr wirklich das Wasser richtig runterwaschen können. Das war echt enorm. Auch eine Hobelmaschine ist es schon ziemlich kacke, wenn euer Tisch unten verrostet ist und ihr die zweite Seite auf dicke hobelt und die dann komplett dreckig ist. Das ist mega nervig. Wir kommen gerade nochmal zu meiner Gebäudestruktur, denn ich habe hier diesen Gasheizer in einem geschlossenen Raum benutzt. Und eigentlich sollte man das nicht tun, weil dann irgendwann kein Sauerstoff, so habe ich es verstanden, mehr in der Luft ist und man dann ein bisschen Banane wird und dann kann man rumfallen und man kann dran kaputt gehen oder man kann auf jeden Fall mal böse Kopf hiervon bekommen. Meine Werkstatt, ihr müsst euch vorstellen, wenn das Ding an ist, alles warm ist und ihr es ausmacht, ist es nach 10 Minuten kalt. Schlechte Isolierung und relativ zügig. Das bedeutet, hier ist immer so viel Frischluft reingekommen, dass das in meinem Fall niemals Probleme gegeben hat. Aber wenn ihr in einem gemauerten Gebäude, was isoliert ist, seid und das Ding zu ist, sollte man es vielleicht nicht machen. Nur so ein kleiner Sicherheitshinweis, passt da echt ein bisschen auf. Ich würde nicht mal behaupten, dass ich es gar nicht drin benutzen würde. Wenn ihr aber den ganzen Tag drin steht, ist das keine Möglichkeit. Wenn ihr wirklich im geschlossenen Raum das Ding 8 Stunden brummen lässt, das ist keine so gute Idee. Kommen wir zum Elektroheizer. Die nächste Variante, die wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Erster Punkt. Das ist mein kleiner, schöner Elektroheizer. Der hat 2000 Watt. Und warum habe ich hier erstes so ein Gestell drunter? Das ist für meinen VW-Bus gewesen. Da habe ich morgens, als ich noch zur Arbeit gefahren bin, habe ich den per Zeitschaltuhr mal laufen gelassen. Da hatte ich immer ein vorgewärmtes Auto. Mega cool. Das ist ein relativ kleines Teil, aber ich finde den echt ganz gut, weil er halt so klein ist und man ihn immer schön mitholen kann im Bus. Wobei, nee, vergessen das. Er ist klein. Er ist nicht groß, er ist klein. Schön. Was ist am Elektroheizer gut? Elektroheizer sind einfach. Sie sind relativ schnell warm. Sie machen warme Luft, sie machen keine Feuchtigkeit, also eigentlich schon mal ganz, ganz gut. Riesennachteil, ihr wisst es, ihr macht Strom, also ihr macht die Luft durch Strom quasi warm. Und das bedeutet, ihr verballert massiv viel Strom. Hat in meiner Werkstatt nie alleine funktioniert. Ich habe immer noch den Gasheizer mitlaufen lassen und habe den dann teilweise, wenn es richtig kalt war, auch noch mitlaufen lassen. Also
Wenn ihr euch so eine richtige Bombe holt, dann könntet ihr so einen ganzen Raum hier auch gut warm machen mit einer Stromheizung. In meinem Fall ging das aber nicht. Aber das ist hier auf jeden Fall ein Teil. Ich werde es nie ganz weglegen, weil es auch immer, es ist okay. Ich habe es eben angesprochen, Holzofen. Warum mache ich mir keinen Holzofen rein? Relativ simpel. Ihr seht, meine Werkstatt ist voll. Also ich spreche mit vielen Leuten mittlerweile drüber. Die Werkstatt sieht im Video bei fast allen größer aus, als sie ist. In meinem Fall auch. Ich habe hier einfach keinen freien Ecken, wo ich einen Holzofen hinstellen könnte. Und ich will auch keine Maschinen wegräumen, weil ich dann noch weniger Platz hätte. Das geht nicht. Also erstmal platztechnisch habe ich keinen Platz für einen Holzofen. Zweiter Grund, das hier ist alles ein Holzschuppen, wenn da mal irgendwie was schief geht. Dann brutzelt die Bude runter und ich weiß, man kann einen Holzofen so einrichten, dass das Ganze sicher ist. Aber nee. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, warum das von meiner Seite aus hier drin nicht passieren wird, hier so in der jetzigen Konstellation. Und zwar ist genau da im vergangenen Jahr ein Haus abgebrannt. Das hat mich ziemlich verstört, weil es auch echt ziemlich kacke war. Da ist auch jemand leider zugrunde dran gegangen. Und aus dem Grund habe ich mir gesagt, nee, hier drin wird niemals ein Holzofen stehen, wenn ich hier drin mit Holz arbeite. Wenn das Ding komplett leer ist und man hier nur noch so ein bisschen an einer kleinen Werkbank schraubt, ist das was anderes. Aber jetzt drecksel ich hier drin, ich schleife hier massiv viel, überall setzt sich Staub ab. Deswegen wird hier drin kein Holzofen reinkommen, weil ich da einfach zu viel Respekt habe, auf diesem kleinen Raum einen Holzofen einzubauen. Die Leute, die jetzt immer noch schreiben, aber du wirst es trotzdem hinbekommen, einen Holzofen reinzubauen, ja, aber ich will es nicht. Das waren so die bisherigen Wege, wie ich meine Werkstatt geheizt habe. Ach und übrigens, ich habe da oben noch einen Ofen, den zeige ich dir auch noch gerade kurz. Das habe ich eben beim Gasheizer nicht erwähnt. Das Teil hier könnt ihr einfach direkt auf eine Gasflasche draufschrauben. Der macht relativ gut warm, also das Teil ist auch echt ganz geil. Da muss man natürlich aufpassen, ihr habt da ein viel größeres Feld. Das Teil steht immer relativ schräg, wenn da ein Stück Holz drauf fällt und ihr merkt nicht, das wird halt gar nicht gut. Aber dieses Teil hier macht auch relativ gut warm und ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn ihr ein bisschen abgeschotteten Raum habt und wenn eure Werkstatt ein bisschen luftig ist, dann ist das hier vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber auch hier habt ihr wieder massiv viel Wasser in der Luft, weswegen das bei mir nicht mehr benutzt wird. Und außerdem ist es hier auch eigentlich, glaube ich, kaputt. Ein Riesenproblem im Winter ist definitiv, wenn ihr etwas verleimt, muss das immer so eine gewisse Temperatur haben, damit der Leim abbindet und dass das einfach hält. Es funktioniert auch nicht, das habe ich selbst rausgefunden, wenn ihr die Werkstatt schön warm macht, verleimt es alles, lässt es dann noch 2 Stunden in der Wärme ruhen und dann wird es nochmal arschkalt, so wie in meinem Fall. Dann wird die Leimfuge, das kann ich euch mit relativ, also leider mit relativ klarer Versicherung sagen, Mann Philipp, dass das nicht halten wird, denn ich habe es selbst schon ausprobiert und das war damals ein Grund, warum ich auch nie Schneidebretter dauerhaft hergestellt habe, um die zu verkaufen. Deswegen kommt jetzt nochmal so ein neuer Faktor hinzu. Es wäre eigentlich gut, wenn man eine Wärmequelle hätte, die eigentlich dauerhaft so eine gewisse Temperatur in der Werkstatt aufrecht erhalten würde. Ich erwähne es jetzt nur, in meiner Werkstatt funktioniert es nicht. Die Werkstatt an das Heizungssystem anklemmen. Je nachdem, wo eure Werkstatt ist, wie eure Werkstatt gebaut ist, eventuell ist das ja eine Garage, die angebaut ist. Da könnte man eventuell echt mal mit dem Gedanken spielen, das Teil an die Heizung anzuklemmen und dann einfach so die Werkstatt immer so ein bisschen mit zu heizen. Wenn ihr dann noch eine Werkstatt habt, wo ihr wisst, ihr werdet da länger drin bleiben, dann kann man das Ding noch isolieren und dann ist das eventuell auch echt eine Möglichkeit, wenn die Werkstatt halt eben auch ein bisschen näher am Haus dran ist. Bei mir geht's nicht, da ist ein ganzer Garten dazwischen, das ist technisch bei uns nicht möglich, dass man das Ding hier an die Heizung, ans Heizungssystem anklemmt. Und jetzt werde ich endlich mal die Möglichkeit zeigen, wie ich jetzt meine Werkstatt in Zukunft erstmal schnell auf Temperatur bekommen werde. Das ist eine Dieselkanone. Jetzt werdet ihr euch fragen, Philipp, was willst du mit so einer Bombe? Das ist doch viel zu groß für eine normale Werkstatt. Und du hast auch selbst gesagt, du hast keinen Platz, um das Ding in die Werkstatt reinzustellen. Das stimmt. Das Ding hier wird nämlich niemals in die Werkstatt reinkommen in meinem Fall. Das Teil wird außerhalb stehen. Was ist der klare Vorteil? Ihr benutzt Diesel. Das bedeutet, ihr müsst auch nicht immer so schwere Gasflaschen tragen. Das ist schon ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie viel Sprit das Teil im Endeffekt verbraucht. Wir haben vor ein paar Tagen mal 5 Liter einfach reingekippt und da werde ich jetzt mal schauen, wie lange ich die Werkstatt mit heizen kann. Der nächste klare Vorteil ist einfach, dass ihr eine getrennte, es ist eigentlich kein Vorteil, das ist ein Muss. Ihr könnt das Ding nicht benutzen und die Abgase in die Werkstatt reinpusten, dann fällt ihr direkt rum. Und ich fahre jetzt so rum. Ihr habt einen getrennten Abgasweg. Ihr könnt dann die Abgase einfach wegleiten und habt einfach warme Luft in eurer Werkstatt. Das ist ein geiler Vorteil. Ihr habt
Was hier gut ist, einfach super viel Volumen. Ihr macht schnell sau viel Luft warm. Das werdet ihr leider in dem Video nicht merken. Ich kann es euch nur beschreiben. Und das ist halt eben in meinem Fall wichtig, denn wir haben hier schon festgehalten, meine Werkstatt ist nicht gedämmt. Und meine Werkstatt ist ein bisschen zügig. Das bedeutet, mit so einer kleinen Bimselflamme da werde ich hier leider nicht weit genug kommen. Deswegen brauche ich in meinem Fall etwas Größeres. Was ist der nächste Vorteil? Ihr könnt es rollen, ihr könnt es mitholen. Wenn ihr euer Haus umbaut, könntet ihr theoretisch so eure Bude dann auch heizen, wenn ihr das Ding umbaut. Wenn ihr eine Werkstatt hättet, also eine Autowerkstatt, könntet ihr, da habe ich auch schon Fotos gesehen, könntet ihr hier ein Kaminrohr anlegen und könntet damit dann auch schon eure Autowerkstatt oder könntet ihr damit heizen. Das bedeutet, ihr könnt damit von außen einen Raum heizen und ihr könnt von innen einen Raum heizen und da habt ihr auch nochmal den Vorteil, dass ihr einfach einen Kamin habt, der sich auch erwärmen tut und der dann auch nochmal die Luft erwärmen tut. In meinem Fall ist es nicht so effektiv, wenn man es einfach technisch betrachtet, weil ich immer von außen kalte Luft ansauge und die erstmal auf die Grundtemperatur aufheizen muss, bis dann vorne so meine gewünschte Temperatur rauskommt. Aber damit kann ich leben, das ist in meinem Fall auch nicht anders bewerkstellbar. Was ist der nächste große Vorteil? Ihr habt an der Seite, habt ihr so einen kleinen Stellrad, da könnt ihr die Temperatur einstellen. Also das Ding hat auch einen Thermostat und das schaltet irgendwann automatisch ab. Kann ich in meinem Fall nicht wirklich benutzen, weil das Ding ja draußen steht und dann grundsätzlich die Luft zu kalt wäre. Aber da muss ich noch ein bisschen rumspielen, vielleicht lässt sich das auch so ein bisschen einstellen. Der nächste große Vorteil ist, dass hier vorne die Luft 45 Grad hat, die rauskommt. Das bedeutet, dass falls hier vorne etwas dagegen fällt, das natürlich nicht gut ist, aber da ist jetzt kein Ofen zum Beispiel, der 100 Grad hat oder wie viele solche normalen Holzöfen haben. Das ist der nächste große Vorteil. Das bedeutet, selbst wenn hier ein Gegenstand davor steht, wird der, ich gehe mal davon aus, mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht anfangen zu brennen. Denn 45 Grad ist halt einfach nicht so krank heiß, aber viel, viel wärmer, als es ein Raum eigentlich sein muss. Deswegen habt ihr da auch schon mal so ein bisschen Sicherheit, was mir halt in dem Fall mega wichtig war. Ich habe mir jetzt das Teil von der Firma AK Euro geholt und das wird dann einfach per Spedition geliefert. Also die kommen auch vorne an eure Haustür, so war es nämlich bei mir. Das bedeutet, ihr braucht da nicht unbedingt irgendwie eine Garage oder so, wo das Ganze dann per IDEX reingefahren wird. Bei mir wurde es dann einfach quasi wie ein reguläres Paket, aber halt nur von der Spedition an die Haustüre gebracht. Und ich habe euch so einen kleinen Rabattcode in die Videobeschreibung gemacht, da könnt ihr aber ein paar Euro sparen, wenn ihr euch so ein Teil holt. Das Teil ist relativ simpel aufgebaut. Ihr habt hier einfach einen Tank, da passen 26 Liter rein. Und ihr habt hier dieses besagte Thermostat. Und hier schaltet ihr eben das Teil an und dann auch wieder aus. Und es ist halt rollbar und das ist echt ziemlich praktisch. Wie werde ich das Teil installieren? Das ist auch das Coole an diesem Fall. Und zwar werde ich dort hinten eine Öffnung in die Wand reinmachen, damit ich einfach das Ding rausstellen kann und warme Luft reinpusten kann. Und das ist jetzt die Installation in meinem Fall von dem Heizer. Der Ofen soll in etwa hier so stehen können. Und er soll noch ein bisschen waagerechter stehen, damit der Sprit nicht immer auf einer Seite ist. Denn ich weiß nicht genau, wo die Pumpe ist. Und außerdem will ich hier so einen kleinen Kranz haben, damit das Teil hier einfach in einem Kranz steht, damit hier nicht so viel kalte Luft von außen reingezogen wird. Und dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar Wandbretter abnehmen. Ihr seht, ich habe das jetzt einfach aus zwei Siebdruckplatten rausgeschnitten. Die habe ich eigentlich nur ausgewählt, weil die ziemlich stabil sind und weil sie Wasser und einfach die äußerlichen Witterungen super gut aushalten. Und weil ich nicht mehr genug hatte, habe ich jetzt einfach das Teil aus zwei kleinen Teilen herausgetrennt. Jetzt müssen wir da natürlich einen Kreis anzeichnen. Und damit ich da die Mitte gut treffe, spanne ich das hier einfach schnell in meine Rohrschraubzwingen ein. Da werde ich jetzt eine Öffnung von 24 cm reinschneiden. Und dadurch, dass ich die Teile jetzt zusammengespannt habe, kann ich hier meinen Zirkel reinsetzen und einfach einen schönen Kreis ziehen.
Jetzt müssen wir erstmal hier außen die Bohlen markieren, beziehungsweise die Bretter von der Wand, die wir wegschneiden müssen. Als nächstes wird das Teil einfach hier festgeschraubt. Da kommt noch ein bisschen Luft dazwischen. Hier kann ich jetzt das Stromkabel von dem Gebläse durchlegen. Man kann es auch zumachen, dass hier nicht unbedingt alle Mäuse reinhupsen. Wir das Teil einfach mal in Position bringen. Das Ganze funktioniert ja schon relativ gut. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, heute ist es nicht so arg kalt, deswegen weiß ich nicht so genau, wie lange das alles immer dauern wird, bis das Ding warm ist und. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass das hier quasi so ein Open End ist. Ihr habt einmal so ein bisschen die Funktion gesehen, wie das Teil funktioniert, wie es jetzt vor allen Dingen auch installiert ist. Wer es nicht so ganz verstanden hat, hier diese Klappe ist eigentlich nur, dass ich den Stecker noch mal rausbekomme, ohne da jetzt irgendwie eine Steckdose festmachen zu müssen. Das ist so einfach ein bisschen entspannter und so kommen die Mäuse auch nicht so schnell rein. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr so einen kleinen Rabattcode, da bekommt ihr ein paar Euro zurück, wenn ihr euch auch so ein Teil holt. Steht alles in der Videobeschreibung. Noch eine Sache, hier ist jetzt noch kein Dach drüber. Habe ich jetzt extra noch nicht gemacht. Ich will jetzt erstmal so ein bisschen abwarten, bis es kälter wird. Aber das ist jetzt schon ziemlich fein, denn hier drin ist es schön warm. Ich habe kein Wasser in der Luft. Also nicht so krass wie bei den Gasheizern und ich kann arbeiten. Und es dauert halt wirklich, wirklich nicht lange, bis es hier drin dann warm wird. Geile Sache. Das da macht mich richtig happy. Ansonsten soll es das dann für heute gewesen sein. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du jetzt von meiner Heizsituation hältst, ob du da schon mal dran gedacht hast. Und eine Sache kann ich jetzt am Schluss noch hier erwähnen, wie das mit der Lautstärke ist. Denn auf YouTube, wenn du mal nach Dieselkanonen schaust, findest du so gut wie keine Dieselkanonen. Und wie laut kann man es beschreiben? Man kann es beschreiben, jetzt wenn du jetzt zum Beispiel mit dem VW-Bus 150 fährst und er ist isoliert. Gut, das ist schon sehr speziell. Die Maschine ist jetzt übrigens dauerhaft eingeschaltet, denn ich habe es mal genau an den Punkt gestellt, dass es draußen sich einschaltet. Und ihr hört jetzt die Maschine, klar. Zum Filmen ist es natürlich nicht so hundertprozentig, aber das muss ich dann schauen, wie es in der Benutzung am Schluss dann abläuft. Aber es macht schnell die Bude ja warm und das ist wichtig. Das soll es auf jeden Fall für das heutige Video gewesen sein. Ich werde an dem Thema definitiv dranbleiben und werde das hier beobachten und werde dir auch ganz viele Informationen schon in den Neuigkeiten dazu geben, wenn es irgendwas Spezielles hierzu gibt. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Wie gesagt, das Thema Heizen ist immer eine Sache im Winter. Und ich freue mich wirklich auf deine Nachricht und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!